dass wir also nicht genug sind, dass wir mit dem, was wir sind und auch was wir sein wollen oder was wir teilweise, zu dem wir auch gemacht wurden, dass wir dem nicht entsprechen können. Von dem Schuldigmachen des eigenen Individuums, dass das alles eine Selbstverschuldung ist, dass man selber einfach nicht ausreicht. Jetzt weiß ich, wo stehe ich hier? Als was stehe ich hier? Was ist meine Funktion in dieser Gesellschaft? Was ist das Problem davon? Wie tritt das in Widerspruch zu dem, was ich mir für mich selber wünsche? Wie willst du sonst über Jahrzehnte, dein ganzes Leben vielleicht, im besten Falle, aktiv bleiben? Du musst doch auch Stärke aus deiner selbst auch ziehen. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 64. Folge sprechen wir über das Thema Revolution und Selbstbewusstsein. Wir hatten ja schon mal eine themenverwandte Folge, würde ich sagen, als wir mit Tom von der Perspektiven Selbstverwaltung über Revolutionäre und ihr Leben gesprochen haben. Und heute wollen wir mal das Thema Selbstbewusstsein vertiefen, und zwar auf der einen Seite, was die Auswirkungen der kapitalistischen Gesellschaft darauf bedingt und auch, was das also mit der revolutionären Haltung und Selbstbewusstsein so auf sich hat. Es wird eine etwas kürzere Folge. Wir hatten ja auch jetzt die letzten beiden Folgen sehr ausgiebige, sehr tiefergehende Folgen, und heute wollen wir mal etwas weniger analytisch und, wie gesagt, etwas kürzer über das Thema sprechen. Dennoch ist es, denke ich, auch wenn es eine kürzere Folge ist, ein wichtiges Thema, wo man einfach sagen kann, da wird sehr wenig drüber geredet in der Linken, über Selbstbewusstsein generell, und häufig ist es sogar Anlass von Kritik. Also wenn Menschen selbstbewusst auftreten in revolutionären Strukturen, dann sorgt das oftmals schon für Fragezeichen oder Verdächtigungen. Und wir sprechen heute also auf der einen Seite, wie gesagt, das Selbst im Kapitalismus, das Selbst in der Neufindung und das Selbst in der Revolution. Das sind unsere Oberthemen für heute. Beginnen wir also mit das Selbst im Kapitalismus. Ja, und da würde ich direkt damit einsteigen, dass das Selbst, so wie wir es heute in der kapitalistischen Gesellschaft kennen, eigentlich auch dort konzipiert wird. Das würde ich mit zwei recht verwandten Punkten charakterisieren, nämlich zum einen, dass uns eine Funktionalität in diesem System zugewiesen wird. Wir sind nicht für uns selber, wir existieren nicht für uns selber, sondern wir werden für einen bestimmten Nutzen als Person konzipiert. Da fällt einem ja direkt ein, eben als Arbeiter für dieses System. Und zum anderen wird uns auch eine Identität zugewiesen, die uns ausmachen soll. Wir sind Staatsbürger, wir sind Deutsche, wir sind Türken, Albaner, US-Amerikaner. Wir sind auch, je nach Landstrich und Wichtigkeit dieser Institution, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, einer bestimmten Religion zugehörig. Das muss man wirklich sagen, dass selbst so, wie wir uns hier sehen, wir werden nun mal durch diese Verhältnisse im Kapitalismus überhaupt als Person produziert. Das wird uns immer gesagt, und so ist es auch, wenn wir einfach nur auf die Realität blicken. Das sind die relevanten Teile für dieses Systems, eben von unserer eigenen Identität, von unserem Selbst. Und von diesem Selbst werden wir natürlich auch bewertet, weil das steht ja nicht einfach nur für sich selbst in einem leeren Raum oder so, sondern diese Identitäten und diese Funktionalität, die auch dann davon ausgehen, die treffen ja nun mal auf dann dieses System, und das wertet uns dann eben auch nach Nützlichkeit und nach Abweichung der Normen, die wir vielleicht alle in irgendwelchen Bereichen haben. Und da gibt es natürlich dann eine Vielzahl von unterschiedlichen Abweichungen von der Norm. Das können Behinderungen sein, das können eine geringe berufliche Leistungsfähigkeit sein, das kann eine falsche Wahl des Lebenswegs sein, und darüber entsteht dann natürlich auch für unser Sein ein oftmals großes Schuldgefühl, dass wir also nicht genug sind, dass wir mit dem, was wir sind und auch was wir sein wollen oder was wir teilweise, zu dem wir auch gemacht wurden, dass wir dem nicht entsprechen können, dass wir da immer hinterherlaufen oder auch ausgeschlossen für werden. Ja, und das kann man ja wirklich in vielerlei Hinsicht sagen. Also was natürlich direkt einfällt, weil wir es auch in dem Thema Schule besprochen haben, einfach da schon diese Einteilung und diese Bewertung von der Schülerschaft eben danach, wie gut sie Noten schreiben, wie gut sie sich nach sozial festen Standards dann eben in der Schule verhalten, wie sehr sie der Disziplinierung gehorchen.
Und das kann man ja wirklich in allen möglichen von diesen gerade auch genannten Identitäten und eben den dann ihnen entsprechenden Institutionen sagen. Um wieder bei dem Beispiel Religion zu landen, da ist ja auch die Moral und die Entsprechung dieser Moral ein ganz großer Punkt. Wie sehr halte ich mich an die gegebenen Normen dieser Kirche, beispielsweise in den Fragen von Sexualität, von der Teilnahme an religiösen Ritualen oder auch einfach banaleren Sachen, wie ernähre ich mich, esse ich jetzt Schwein oder nicht, faste ich an Freitagen oder in bestimmten Monaten des Jahres oder wie kleide ich mich, ist jetzt der Rock zu kurz oder sollte ich überhaupt einen Rock tragen, weil das eben vom falschen Geschlecht ist. Das sind ja alles Sachen, wo unfassbares Schuldgefühl in uns selber und auch in unserem Selbstbewusstsein aufgebaut wird. Gleichzeitig wird ja aber auch immer gesagt, wir sollen uns genau darüber dann definieren. Wenn wir über das Thema Identität reden, dann ist es auch natürlich nochmal wichtig, eine der größten Identitätsfragen anzusprechen, die ja eigentlich auch gesellschaftlich gerade in der Diskussion sind, ist natürlich die Frage des Geschlechtes auch, weil das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig gesagt und das ist ja auch wirklich ein wichtiger Punkt, dass wir natürlich nach wie vor eben eine Einteilung in Mann und Frau haben und da natürlich auch ganz viele Menschen dem nicht entsprechen. Also das ist auch was wir eben meinen mit, dass man da auch eine Identität zugewiesen bekommt, der man halt zu entsprechen hat und wo man eben ja auch sieht, wie viele Menschen dann darunter leiden und dann auch Probleme damit bekommen, wenn sie eben nicht dieser Identität entsprechen wollen oder nicht können oder sich darin eben nicht wiederfinden. Ja, absolut richtig. Und ich finde es einfach nochmal wichtig, auch weil auch gerade da ist das ja ein Punkt, wo das häufig unterschlagen wird, ist es halt wichtig zu sagen, dass das auch nicht einfach nur so verselbstständigt in dann der jeweiligen Ideologie passiert. Das tut es natürlich auch und das hat dann auch wieder Auswirkungen auf eben die Politik, auf die Produktion. Aber hinter diesen ganzen Zuweisungen stecken natürlich auch einfach ganz reale wirtschaftliche Verhältnisse. Und bei eben dieser Einteilung in Mann und Frau und eben der Zuschreibung von bestimmten Fähigkeiten und auch dem Nichtzulassen von Abweichung, sei es jetzt Transidentität oder Nichtbinarität, was auch immer, das passiert eben, weil da das System irgendwann eben dieser vergeschlechtlichten Arbeitsteilung bedurfte und dieser Regelung von Reproduktion und all dem, was eben dazugehört. Das ist natürlich jetzt auch verkürzt gesagt und da muss man eigentlich viel mehr in die Tiefe gehen, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, das immer im Hinterkopf zu behalten und nicht zu denken, dass diese Dinge irgendwie innerhalb dieses Systems gelöst werden könnten. Was ja, das muss man auch dazu sagen, oft probiert wird. Da ist dann halt schon mal schnell der Wechsel der Identität oder das Ausbrechen, das Versuchen des Ausbruchs aus eben den gegebenen Normen wird dann eben schon mal schnell verwechselt mit ja, einer revolutionären Perspektive auch oftmals. Und das ist ja ein Trugschluss, der also schon immer eine ganz wesentliche Rolle in der Frischzellenkur für den Kapitalismus gespielt hat. Der Kapitalismus hat Punk eingesaugt als wilde, unbändige Subkultur. Der Kapitalismus hat Veganismus eingesaugt als anfangspolitische Bewegung. Und der Kapitalismus saugt auch gerade natürlich alles, was sich um queere Kämpfe und Rechte dreht, halt ein. Und das ist, denke ich, ganz wichtig dabei auch auf dem Schirm zu behalten, dass der Kapitalismus da auch eben sehr gut da drin ist, dieses Selbst im Kapitalismus auch immer wieder neu zu definieren und sich daran auch anzupassen. Wenn dann also die Menschen probieren, aus diesen vorgegebenen Rollen auszubrechen, heißt das nicht, dass das jetzt einfach zu einer Revolution führt, sondern es bedeutet einfach oftmals nur, dass diese Schattierungen, die es im Kapitalismus gibt, sich einfach ausweiten. Ne? Natürlich ist auch noch ein wichtiger Aspekt, wenn wir über die eigenen Unzulänglichkeiten und dass sich selbst als Individuum verantwortlich machen für das Nicht-Entsprechen von dem, was von einem, von diesen Verhältnissen, von diesem System erwartet wird, ist natürlich auch das Problem, dass diese Gesellschaft streng hierarchisch organisiert ist. Und ja, natürlich, es ist nicht eine absolute Lüge, dass es gewisse Aufstiegsmöglichkeiten gibt, dass man vom Sklaven zum Herr werden kann in einigen wenigen Fällen. Aber wenn wir uns das doch wirklich häufig angucken und wenn wir es auch statistisch betrachten, dann sind das, wenn überhaupt, mal kleine Aufstiege innerhalb dieser Systematik und sehr schnell kommt man auch dort dann an einer Sackgasse an. Selbst wenn man es ein bisschen weiter hoch schafft, weiß man natürlich, dass man nie diesem Ideal, was von dieser Gesellschaft formuliert wird, entsprechen kann. Dieses Feststecken, diese Unmöglichkeit, sich wirklich selber frei in diesem System zu entfalten, noch nicht mal in seinen eigenen gegebenen Bahnen,
ist etwas, was bei so vielen Leuten zu Gefühlen von Schuld und von dem Schuldigmachen des eigenen Individuums, dass das alles eine Selbstverschuldung ist, dass man selber einfach nicht ausreicht. Das führt in vielen Fällen zu schweren psychischen Problemen. Und das ist natürlich neben den materiellen Unzulänglichkeiten eine der großen Dinge, die so viele Leute so tief unglücklich in diesem System macht und die wirklich dafür sorgt, dass das Selbstbewusstsein im Kapitalismus, solange man nicht an der Spitze steht oder total ideologisch auf irgendwen, der unter einem steht, sei es jetzt im Berufsleben, sei es national oder in der Geschlechtshierarchie, dann kann man in diesem System einfach nicht wirklich mit sich selber glücklich werden und ein wirkliches Selbstbewusstsein aufbauen. Und von diesem Zustand, den wir beschrieben haben, der im Kapitalismus existiert, da wollen wir natürlich weg, und viele, die sich von dort halt so probieren wegzuentwickeln, werden da also in dieser Selbstneufindungsphase auf ganz unterschiedliche Phänomene und ganz unterschiedliche Dinge treffen. Ich denke, das hat halt beides zwei Seiten, natürlich diese Neufindung, weil man in Anführungsstrichen so ein gewisses altes Leben ja auch hinter sich lässt oder zumindest Teile von einem alten Leben, weil man kann sich ja nie ganz davon trennen, vielleicht immer Teil von auch einem, und dann halt eben etwas gänzlich Neuem zuwendet. Und ich habe das auch eigentlich immer so erlebt, dass wenn Menschen wirklich so diesen Schritt einmal gegangen sind, sich ernsthaft politisch dann zu organisieren, ernsthaft politisch aktiv zu werden, dann ist das erstmal was, was unglaublich viel mit den Menschen macht. Sowohl mit mir selbst hat das unglaublich viel gemacht, aber auch mit ganz vielen anderen Menschen, die ja ich begleitet habe letztendlich über all diese Jahre. Das ist halt wirklich Wahnsinn, was da mit Menschen passiert und was da auch für Entwicklungen in ganz, ganz kurzer Zeit passieren. Und das soll jetzt gar nicht so wirken, so von wegen, ah ja, dann die Leute entwickeln sich dann ja völlig aus der Gesellschaft raus, weil das geht ja wie gesagt nicht, aber man kann ja auch innerhalb dieser Gesellschaft, wenn man da bestimmte Erkenntnisse macht, auch krasse Entwicklungen gehen. Vielleicht fangen wir mal mit den negativen Seiten an der Stelle an, weil es gibt natürlich auch da eine Menge Dinge, wenn man denn diesen Weg geht, und das ist ja auch ein Grund für viele Menschen, keine Veränderungen zu suchen, weil natürlich das, was man bisher kannte, was bisher war, das ist dann ja auch etwas, ja, was wie gesagt gewohnt ist, was einem ja auch eine, in Anführungsstrichen, gewisse Sicherheit gibt, nicht bei allen. Natürlich gibt es auch Leute, die so dramatisch beschissene Zustände haben, sowohl in materieller als auch in dieser Selbstidentität, die sie halt haben, dass das halt nicht so ist, aber für viele gibt es doch trotzdem eine gewisse Rechtssicherheit, und dieses Unbekannte, dieses Neue, das ist dann auch oftmals etwas, was ja zum Beispiel eben eine Orientierungslosigkeit erstmal geben kann. Weil das ist ja nicht so, wenn man jetzt anfängt, irgendwie sich so zu einem Revolutionär oder einer Revolutionärin oder so zu entwickeln, dass man da direkt perfekt ein Ende rauskommt. Das ist ja auch etwas, was es sowieso nicht gibt, und auch etwas, wo Leute ja häufig dann auch mit geringem Selbstbewusstsein jetzt zum Beispiel dann Leuten wie uns jetzt gegenübertreten, die jetzt schon lange Jahre aktiv sind, und da dann irgendwie sagen, ah ja, kann ich denn hier überhaupt mitmachen, weil ich habe ja das und das nicht gelesen und ich weiß ja noch nicht so genau, wie das jetzt so ist und so. Das ist, denke ich, dann ja auch klar, dass man da erstmal nicht mit dem krassesten Selbstbewusstsein die meisten Leute zumindest da rein starten, und das ist dann eben erstmal dieses, wo finde ich mich jetzt da ein, wo sehe ich mich da jetzt, was ist mein Weg in der Veränderung dieser Welt? Ja, absolut richtig. Und auch einer der Punkte, die mir immer ziemlich wichtig war, weil ich da auch das Gefühl habe, dass darüber recht wenig gesprochen wird, ist dieser Wegfall von der bisherigen ideologischen Identität, die man über so viele Jahre nicht nur selber immer wieder aufgebaut hat, weil man eben einfach an dem gesellschaftlichen Leben teilgenommen hat, sondern mit der man ja auch wirklich von außen, von klein auf auferzogen wurde. Zum einen sind das natürlich alles Sachen, die, da kann ich jetzt auch einfach von mir so sprechen, die ich dann ab einem bestimmten Punkt sehr kritisch hinterfragt habe. Was heißt das eigentlich, wenn ich Bürger dieses Staates bin? Was hat dieser Staat eigentlich mit mir vor? Wie nutzt er mich für seine Interessen? Was bedeutet das, dass ich jetzt eben diese Ethnie, dieses Geschlecht zugewiesen bekommen habe? Und wenn man da wirklich mal so kritisch dann drüber nachdenkt und dann auch guckt, was ist denn jetzt eigentlich mein eigenes Interesse? Was ist das, was ich als Individuum haben möchte? Dann kommt man natürlich auf diesen gewissen Weg. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass man noch diese ganze zugeschriebene Identität hat. Und das muss man ja wirklich mal so betonen, dass es wirklich das, was uns in dieser Gesellschaft ausmacht, was uns gegeben wird, worüber wir uns definieren sollen, worüber wir Wert bekommen. Eben natürlich aber auch immer in der Abgrenzung zu den anderen, die unter uns stehen. Aber wenn das wegfällt, dann kann das eben, egal wie scheint diese Zukunft ist und egal wie sehr man versteht, dass
man jetzt wirklich mal für seine Interessen und auch die Interessen anderer kämpfen kann, zu eben einem Loch, was nicht direkt gefüllt wird und zu auch ganz viel Angst und Unsicherheit, weil man ist immer noch von diesen ganzen Leuten umgeben, die sich auf diese bestimmte Identität berufen. Und am Anfang kann es schnell sein, und das habe ich auch sehr häufig bei Leuten mitbekommen, dass sie sich erstmal versuchen, komplett davon abzugrenzen, sich überall zurückzuziehen und nicht mehr an diesem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Aber ich finde, es ist unfassbar wichtig, da einen Einklang damit zu finden, womit man eben großgezogen wird und was diese Gesellschaft auch einem zuschreibt. Weil man kann dem nicht entkommen. Es ist nun mal so. Wenn man so sagen will, der Schaden ist angerichtet. So, und jetzt müssen wir eben mit die Trümmer aufsammeln und gucken, was wir damit machen können. Da spielen so viele unterschiedliche Mechanismen rein, die dafür sorgen, dass man eben daraus Schuldgefühle bekommt. Sei es dieser Entzug von Kollektivität, sei es dieses innere Gefühl von Verrat gegenüber der eigenen Gruppe, die einen doch großgezogen und die einem doch überhaupt dieses Selbst gegeben hat. Das finde ich wirklich was, worüber wir häufiger sprechen sollten und wofür wir auch mehr Verständnis haben sollten, warum Leute sich, die neu in unsere Strukturen kommen, manchmal merkwürdig, manchmal ja wirklich ganz und gar bürgerlich oder, oh nein, patriotisch oder noch auf ihre alte Geschlechtsidentität beruhend verhalten. Natürlich müssen wir das alles kritisch hinterfragen. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass wir unser ganzes Leben in dieser Gesellschaft von allen Seiten ideologisch geprägt werden und uns ein bestimmter Stempel aufgedrückt wird. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen. Man hat natürlich, bevor man dann in revolutionäre Strukturen vielleicht kommt, auch eine vorherbestehende ideologische Kollektive in irgendeiner Form gehabt. Egal, ob es jetzt irgendwelche Freundeskreise oder vielleicht kommt man auch aus einer Parteijugend oder was auch immer. Ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und da kann es natürlich auch zu einer Ausgrenzung kommen, weil man dann plötzlich mit irgendwelchen wilden Thesen um sich wirft. Also es ist ja quasi, klar, gibt es viele Leute, die damit dann so auch zurückhalten, das verbergen dann vor ihren Kreisen, so eine Art Doppelleben dann führen, als würden sie irgendwie jetzt so Klassiker irgendwie in Anführungsstrichen fremdgehen, ne? Ja. Wir wollen ja quasi eigentlich dahin, dass man das halt in seinem ganzen Leben halt lebt, dass man sowohl in seinen alten, in Anführungsstrichen normalen Freundeskreisen und Lebensbereichen sich wie ein normaler Mensch verhalten kann und dann einfach auch diese revolutionären Inhalte, die man also halt vertritt und Ideale auch vertreten kann, ohne damit jetzt hinterm Berg halten zu müssen, aber auch ohne, dass das jetzt irgendwie völlig wahnsinnig auf die Leute wirkt. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dann innerhalb dann der revolutionären Strukturen irgendwie auch anzukommen und dann auch ja an sich selbst zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Aber da kann es eben durchaus auch zu einer Ausgrenzung von diesen bestehenden, bisherigen Kreisen kommen, wo man dann auch viele Menschen auch vielleicht verliert, die einen über Jahre begleitet haben und was man vielleicht teilweise gar nicht in der Situation, aber auch vielleicht später dann auch bereut natürlich, dass man zu bestimmten Leuten, die dann eigentlich mal wichtig waren, dann auch den Kontakt verliert. Manchmal lässt sich das auch einfach nicht vermeiden, weil tatsächlich dann diese neuen Erkenntnisse, diese neuen Werte, die man sich da ja auch gebaut hat, die sind so tiefgreifend und nehmen man ja so stark ein, dass natürlich auch dann das, was vorher einen vielleicht mit anderen Kreisen verbunden hat, auch teilweise dann so ein bisschen ja auch kaputt gegangen ist und das dann auch manchmal schwierig ist, selbst wenn man es versucht. Und dazu kommt dann natürlich auch noch, dass es zu einem sehr großen Punkt von so einem überwältigenden Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber den Zuständen kommen kann. Weil wenn man erstmal dieses Bewusstsein erlangt hat über die Zustände, wenn man erstmal so einen Entschluss gefasst hat, halt aktiv zu werden, dann ist man auf einer bestimmte Art und Weise natürlich auch viel mehr damit konfrontiert, weil man dem sich häufiger aussetzt und vorher das vielleicht eher ignoriert hat, vorher eher ausgeblendet hat. Natürlich, das würde ich gleichzeitig auch sagen, hast du auch eine andere Möglichkeit, damit umzugehen, weil du halt eben Teil von Veränderungen bist, weil du eben dem nicht mehr komplett ausgeliefert bist, sondern dir halt Werkzeuge an die Hand gegeben werden und du auch Werkzeuge für dich selber entwickelst, wie du etwas gegen diese Zustände, die dich halt fertig machen, unternehmen kannst, weil das dürfen wir halt nicht vergessen, dass Leute, die eben nicht aktiv sind, dem ganz oft viel hilfloser ausgeliefert sind, weil sie eben kein aktives Kollektiv in ihren Rücken haben, keine aktiven Strukturen und Strategien haben, wie man damit umgeht. Trotzdem ist natürlich das ein ganz verständliches und häufiges Gefühl bei uns, dass wir halt auch mal überwältigt sind von dieser Machtlosigkeit gegenüber diesen Zuständen, gegen die wir natürlich nicht immer in jedweder Form so vorgehen können, wie wir es uns das eigentlich wünschen würden. Ja, und genau das führt natürlich auch immer ganz gerne, ganz schnell und so kenne ich es auch von mir und so habe ich es häufig beobachtet, zu einem sehr großen Eifer am Anfang und den Drang dazu, überall anzupacken. Auch weil man in ganz vielen Punkten auf einmal sich fragt, wow,
so lange Zeit habe ich mein Leben eigentlich damit verplempert, entgegen meiner eigenen Interessen und der meiner Mitmenschen zu arbeiten. Und jetzt möchte ich es wirklich anpacken. Ich meine, überall sind diese Baustellen. Ich muss doch irgendwas machen. Da kommt man natürlich dann ganz schnell dazu, sich überall irgendwie mal ein bisschen auszuprobieren und ganz viel zu schauen, was ist es denn jetzt eigentlich, was ich da machen kann. Das kann natürlich auch sehr häufig dazu führen, dass man eine ziemliche Diskrepanz, teilweise sogar ein Widerspruch zwischen eben dem politischen Anspruch und dann auch dem eigenen Leben und dem eigenen Aktivismus findet, dass man diesem Ideal nicht entsprechen kann, dass dieser große Eifer, der ja auch häufig dann noch damit zusammenhängt, dass man sich beweisen möchte, man kommt neu in die Gruppe, man ist die Person, die noch nicht so belesen und so eine ausformulierte revolutionäre Identität hat, da muss man natürlich irgendwie gucken, dass man sich in irgendwelchen Arten und Weisen da ja vor den anderen profilieren kann. Was, wie gesagt, nicht nur aus einem selber kommt, sondern ganz häufig auch oder viel häufiger von außen auf die Leute auch genauso mit Druck ausgelöst wird, weil wirklich dieser Anspruch von den Leuten von außen dann besteht. Es gibt diese negative Seite davon, es gibt das Problem, dass man dann ja auf zu vielen Hochzeiten tanzt, wie man immer so schön sagt, und sich komplett darin verlieren kann, einfach alles mal zu machen und man wirklich auch dann ganz schnell in so einen Aktivismus-Burnout kommen kann. Aber auf der anderen Seite, und damit möchte ich jetzt ein bisschen überleiten auf die positive Seite, durch dieses politische Ausprobieren und auch zu gucken, wie kann ich mein Leben verändern, ist das natürlich ein ganz integraler Bestandteil davon, sich auch selber als Revolutionär zu finden und zu gucken, wo kann ich überhaupt arbeiten. Ganz häufig bringen natürlich auch gerade die Leute, die neu in so eine Organisation kommen, auch mal so ein bisschen frischen Wind rein und vielleicht auch mal ein paar neue Konzepte, wo man überhaupt nicht mehr den Blick drauf hatte oder was man schon lange abgeschrieben hatte. Und deswegen ist das so ein Punkt, den sehe ich sowohl positiv als auch negativ. Um jetzt mal zu den positiven Seiten zu kommen, dieser Selbstneufindung, da steht natürlich an allererster Stelle die Befreiung. Weil es wirklich, und ich denke, das kennen sehr viele von uns, dieser Moment, wenn du wirklich diese Erkenntnisse hast, diese Bewusstwerdung hast, diesen Schritt gehst, aktiv zu werden, richtig aktiv zu werden, nicht nur Sachen vielleicht grob zu verfolgen oder dich ein bisschen zu bilden, sondern wirklich, ja, anfängst, dein Leben in die Hand zu nehmen, setzt eine unglaubliche Energie frei und das macht eine sehr, sehr große Entwicklung mit dir. Ich finde, das ist auch immer ein bisschen so wie so eine rosarote Brille. Also Leute, die wirklich da ernsthaft bei der Sache sind und da erstmal so reinkommen, die haben erstmal ein halbes Jahr, laufen die so ein bisschen rum, als wären sie verliebt, so. So kann man das vielleicht am ehesten vergleichen. Das ist halt auch oft so, dass Leute natürlich dann, ja, ein bisschen idealisierend sind und alles ganz toll finden. Und wenn diese Brille dann runtergeht, dann stellen Leute oft fest, wow, eigene Strukturen sind ja doch teilweise echt kacke und so weiter. Aber das ist erstmal auch schön. Ich finde das auch erstmal eine richtig schöne Sache, dass man eben aus diesen verkrusteten Strukturen, wo man vorher da war, wirklich so ausclasht und halt wirklich so diese, so das Gefühl hat, so, boah, da ist ein ganz neuer Horizont, eine ganz neue Welt von coolen Menschen, die was bewegen wollen, von spannenden Dingen, mit denen ich mich beschäftigen will, von Dingen, die ich angehen will. Da natürlich auch dieses Gefühl von, da etwas auf der Spur zu sein, auch ein Stück weit, und das finde ich auch an der Stelle legitim, so dieses so, ja, ich bin Teil von was Großem, ich bin Teil von, ich schaffe mal in meinem Leben Bedeutsamkeit und das ist auch was Wichtiges, was wir hier machen und auch was erstmal, da liegen natürlich auch wieder ein bisschen Probleme teilweise drin, dieses so, ja, wir sind halt, also was sich noch Erhebendes natürlich, ne? Was ja auch ein Problem von Linken sein kann, dass sie sich dann gegenüber anderen so ein bisschen unfair verhalten oder so besserwisserisch verhalten, weil sie jetzt denken, sie hätten irgendwie alles erkannt. Aber erstmal finde ich das auch legitim, weil das ja auch richtig ist. Weil erstmal diesen Schritt zu gehen und diese Erkenntnisse von dieser Entwicklung zu machen, das ist ja auch was Großartiges. Und das ist ja auch genau richtig so, dass man da wirklich was Richtigen auf der Spur ist. Und das ist ja was Krasses, wenn man über so viele Jahre, also dann in diesen ganzen verkalkten Ideologiefragmenten sich einfach nur blind bewegt hat und dann daraus so ausbricht. Das ist auch einfach erstmal schön und da hat auch jeder mal das Recht, mal ein halbes Jahr ein bisschen dem freien Lauf zu lassen. Ja, und ich denke, noch ein wichtiger Punkt von dem, was zu diesem Gefühl führt, zu dieser Sicht darauf und der Haltung, ist natürlich, dass man, glaube ich, wirklich das erste Mal dann in seinem ganzen Leben das Gefühl hat, dass man sein Leben wirklich in die eigene Hand nimmt. Dass man das, was eigentlich immer so häufig von eben der kapitalistischen Gesellschaft, vor allem eben in seiner liberalen Prägung, von der Marktwirtschaft, von hier nimmst du dein Leben in die eigene Hand und du musst einfach nur die Ellenbogen ein bisschen ölen und dann geht's nach oben auf der Karriereleiter.
Aber dass man wirklich jetzt mal das Gefühl hat, für sich selber einzustehen, selber darüber zu entscheiden, was in seinem Leben passiert. Und das auch wirklich in einer ganz direkten Form machen kann häufig. Was viel näher daran ist als diese großen abstrakten Apparate, die man durchlaufen muss oder die Hebel, die man dann an komplett undurchsichtigen Stellen anlegen muss, um es irgendwann vielleicht dann doch mal mit langem Abwarten in irgendeine Position zu bringen. Das beste Beispiel, so ein ganz direkter Gewerkschaftskampf, wo man wirklich mal dem Boss die Stirn bieten kann und das nicht über irgendwie monatelanges oder jahrelanges Geplänkel und irgendwie dann noch ein bisschen in den Arsch kriechen und hier und da richtig sich gegen die anderen KollegInnen auszuspielen, sondern dass man wirklich mal sagen kann, hier spüre ich meine eigene Macht, hier spüre ich meine eigene Stärke und ich kann wirklich für mich und nicht nur für mich, sondern für alle anderen in dieser Gesellschaft, die wirklich ein revolutionäres Interesse formulieren oder vielleicht die es noch nicht formuliert haben, die es aber objektiv haben, einstehen. Ja, oder auch schon ein bisschen kleiner angesetzt, dass man einfach einen Kreis an Leuten hat, die einem auch einfach mal beim Umzug oder sowas helfen. Also man wirklich weiß, okay, da habe ich halt einen Kreis an neuer Kollektivität auch gefunden und das auch wirklich spürt. Also ich fand das halt, wenn ich mich daran zurückerinnere, das ist leider ein Gefühl, was teilweise auch ein bisschen verloren gegangen ist über die Jahre, aber am Anfang war das enorm stark, dieses sich so verbunden fühlen mit so vielen Menschen. Du kommst in eine neue Stadt, du bist in einem politischen Austauschtreffen, wo du die Leute nicht kennst und du sprichst mit den Menschen und hast halt wirklich so auf Anhieb einfach das Gefühl, wow, das sind halt einfach Leute, die das Gleiche wollen wie ich, die die Welt ähnlich betrachten wie ich. Und das ist eine ganz, ganz, ganz starke Erfahrung. Und wenn dann halt eben noch dazu kommt, im besten Falle, dass diese Strukturen sehr offenherzig sind, dass diese Strukturen sehr hilfsbereit, sehr solidarisch sind, dann ist es doch genau das, was wir wollen. Und das habe ich zumindest am Anfang sehr häufig eben auch vorgefunden, dass ich wirklich da auf größere Treffen mit 30, 40 Leuten war und mich einfach von Anfang an aufgenommen gefühlt habe, wohlgefühlt habe, aufgenommen wurde und dann auch, wie gesagt, dieses, dass man dann einfach auch Leute hat, die man vorher vielleicht vor einer Woche gar nicht kannte, die einen aber dann gerne sagen, ey, klar helfe ich dir beim Umzug, klar, ne, packe ich damit an oder was weiß ich. Oder du auch sagen kannst, boah, ja, du hast ja gerade ein Problem, dann komme ich mal mit zum Amt oder was auch immer, ne? Also das sind ja so Sachen, die sind ja voll krass erstmal, weil man die ja so gar nicht kennt in der Gesellschaft. Sowas gibt's ja gar nicht. Sowas gibt's im familiären Kreis natürlich, ne? Und sowas gibt's auch teilweise in Freundeskreisen. Aber in dieser, dass man sich wirklich erstmal gar nicht kennt und trotzdem dazu bereit ist, ohne Gegenleistung einfach zu sagen, klar, pack mit an, ich helfe. Oder wir fühlen uns verbunden, das ist schon sehr krass. Und das muss auch unser Anspruch natürlich immer sein, diese Art von Kultur dann zu haben und zu entwickeln. Ja, und das ist doch wirklich ein schöner Punkt, wo wir übergehen können zum Selbst in der Revolution. Und da möchte ich wirklich mit einem Punkt starten, den ich so vor 2-3 Jahren wirklich das erste Mal so richtig hatte. Und der aus diesem langen Prozess von, man ist da irgendetwas auf der Spur, man findet sich irgendwo wieder, man hat das Gefühl, okay, hier wird wirklich tatsächlich mein eigenes Interesse formuliert und ich finde das auch in anderen Personen gespiegelt. Dieser Punkt war, als ich endlich Bewusstsein darüber hatte, wo der Platz von meinem Selbst in dieser Welt ist, wo ich mit einem Mal das Gefühl hatte, jetzt weiß ich wirklich, wo stehe ich hier, als was stehe ich hier, was ist meine Funktion in dieser Gesellschaft, was ist das Problem davon und wie tritt das in Widerspruch zu dem, was ich mir für mich selber wünsche, was ich mir für meine Familie und meine Freunde wünsche, was ich mir dafür wünsche, wie diese Gesellschaft aussehen sollte. Und das ist ein unfassbar starker Moment, den man wirklich nur findet, wenn man sich selber in der Rolle von einem Revolutionär, von einer Revolutionärin wiederfindet. Das ist mal ganz persönlich gesagt ein Moment, für den ich, wie vielleicht wenige andere in meinem Leben, mit irgendwelchen mir sehr wichtigen Menschen oder tollen anderen Ereignissen so unfassbar dankbar bin. Weil das erste Mal hatte ich das Gefühl, dass diese ganzen Widersprüche meiner eigenen, mir zugeschriebenen Identität, ich die endlich verstehen konnte. Dass ich nicht diese ganzen Unzulänglichkeiten, die diese Gesellschaft mir zumutet, auf mich selber beziehen musste. Und dass diese ganzen Identitäten, die ich da hatte, nicht mehr irgendwie in einem Widerspruch zueinander stehen musste. Dass ich nicht mehr das Gefühl hatte von, ja, aber diese Erklärung, die mir da angeboten wird, die passt doch vorne und hinten nicht. Aber gut, das sind dann halt diese Widersprüche, die man aushalten muss. Sondern dass ich das erste Mal wirklich das Gefühl hatte, ich bin hier bewusst, ich habe das Gefühl, ich weiß gerade, was mit mir gemacht wird, was abgeht und wo ich wirklich ansetzen muss, um das zu verändern, damit ich selber glücklich werden kann.
Ja, bei mir hatte das auch wirklich so verschiedene Ebenen. Es gab mehrere dieser Momente, würde ich sagen, wie du sie auch beschrieben hast. Einmal dieses Ankommen erstmal da reinkommen, diesen Schritt gehen. Das war extrem krass. Vergleichbar krass war eigentlich dann auf jeden Fall irgendwann dieser Punkt, wo ich dann das Gefühl hatte, dass ich nicht nur mich in dieser Entwicklung befinde und diesem, okay, ich komme da jetzt rein, empfinde, sondern ich hatte einfach irgendwann diesen Punkt von diesem Angekommensein, dieser unbändigen Überzeugung. Das war auch dann in den ersten Jahren eigentlich diese Entwicklung von, ja, das ist mein Leben, so, das ist ein ganz elementarer Teil von meinem Leben und das werde ich auch nie wieder loslassen. Und dann eben dieser dritte Moment, wo ich halt dann auch das erste Mal das für mich so selber ausgesprochen habe und selber dieses Bewusstsein hatte, so ich bin ein Revolutionär und ich kann auch wirklich dazu stehen, weil diese Entwicklung, die ich gemacht habe, das halt rechtfertigt, weil ich eben, wie gesagt, die Zustände beschreiben kann, die Zustände wahrnehme und halt auch verändern kann und auch natürlich Erfahrungen gesammelt habe in diesen Organisierungsprozessen und so weiter. Und das war eigentlich, auch dieser dritte Moment war auch nochmal wie so eine Neuerweckung, so, ne? Man hat ja über die Jahre auch so gewisse Abnutzungseffekte, sag ich mal, weil einfach viele Sachen sich immer wieder wiederholen oder du auch immer wieder mit Rückschlägen konfrontiert bist. Und dieser dritte Moment war auch nochmal, ja, ich stehe einfach auf einem anderen Level für mich selbst, so, ne? Und das, denke ich, ist auch sehr wichtig für diese Entwicklung von diesem revolutionären Selbstverständnis und das brauchen wir auch. Wir brauchen auch eben dieses Selbstbewusstsein, das sagen zu können, zu sagen so, ich bin Revolutionär, ich bin Revolutionärin und ich probiere es in allen Teilen meines Lebens mit einfließen zu lassen, dazu stehe ich und das bin ich und das lässt sich nicht von mir lösen. Das macht dann was mit dir, wenn du an dem Punkt sein kannst, das zu sagen. Und ich weiß, das dauert auch Jahre. Das ist auch nichts, was von heute nach morgen kommt. Oder wenn Leute das nach 2 Monaten sagen, dann ist es halt nicht das, was ich meine und ausdrücke, dieses wirklich tief empfundene oder das auch tiefe Verstehen. Das dauert einfach ein bisschen, ne? Ja, und teilweise wird es natürlich auch von außen wirklich nicht gerne gesehen. Gerade in anarchistischen Bewegungen gibt es ja häufig diese Kritik von wegen, wie du beziehst dich jetzt als Identität darauf. Ja, natürlich formuliere ich diese Identität für mich selber. Das ist die schönste Identität, die ich für mich selber formulieren könnte. Ja. Und das, was wir gerade beschrieben haben, da geht es nicht darum, dass wir sagen, der Weg von uns ist jetzt abgeschlossen, wir haben die höchste Erleuchtungsstufe erreicht und jetzt kann ich schon antizipieren über meine Dialektik, wie die Gesellschaft sich entwickeln wird und was ich da machen muss. Nein, natürlich nicht. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil von dieser Identität, dass wir konstant dazulernen, dass wir mit dem Lauf der Geschichte uns daran anpassen müssen, immer wieder neu verstehen müssen, immer wieder neu ansetzen müssen. Aber nichtsdestotrotz gibt es diesen Moment. Es ist unfassbar wichtig, auch sich das selber einzugestehen und, wie du gesagt hast, das auch nach außen zu sagen, weil an sich ist es was Schönes, weil an sich ist es auch für einen selber wie ein eigener Lorbeerkranz, den man sich mal wirklich aufgrund der eigenen Anstrengung geben kann, dass man da einfach eine bestimmte Stufe erreicht hat, dass man dieses Verständnis für den Platz von einem selber gefunden hat und von dem, wie diese Gesellschaft funktioniert. Das ist doch eigentlich was wirklich schön ist und wo wir uns für die anderen Leute freuen sollten, wenn sie das so von sich selber sagen können. Das bedeutet ja auch, dass man allen anderen eigentlich ein Geschenk macht, finde ich. Weil wenn du an dem Punkt bist, wo du das so selbstbewusst von dir sagen kannst, dann bedeutet das auch, dass du viele Teile von den Fähigkeiten, die du hast, von den Möglichkeiten, die du hast, auch in den Dienste unserer Sache stellst, in dem Sinne, wie es halt natürlich gesund ist und auch eine Entwicklung mit dir selbst gemacht hast, wo du halt an einem Punkt der Stärke für dich selbst auch stehst. Und das hilft dir ja auch, alles das, worum es also geht bei einem revolutionären Selbstbewusstsein, dann auch durchzuziehen. Weil wie willst du sonst über Jahrzehnte, dein ganzes Leben vielleicht, im besten Falle, aktiv bleiben? Du musst doch auch Stärke aus deiner selbst auch ziehen. Natürlich ziehst du auch Stärke über das Kollektiv und über die Idee und über auch bestimmte Siege, aber auch manche Niederlagen, da ziehst du auch natürlich Kraft raus. Aber du musst doch auch aus dir selbst halt Kraft herausziehen und das ist also doch etwas, wo das funktioniert. Und zum Beispiel funktioniert das ja auch, wenn man diese eigene Identität so gefunden hat, dann auch diese Identität entgegenzustellen über das, was uns halt immer vorgeschrieben wird. Also das haben wir auch schon, ne, angedeutet, also dass diese ganzen Sachen von wirtschaftlicher Nützlichkeit, Geschlecht, Ethnie und so weiter, die uns fremd zugeschrieben werden, dass wir dann auch quasi mit unserer eigenen Identität, die wir uns da bauen und zu dem wir auch dann stehen, zu dieser revolutionären Identität, dass wir da dann auch wirklich dem stärker entgegenstehen können. Wenn man eher in so einem Prozess von man findet sich da erst ist, dann hilft einem das teilweise auch, natürlich. Aber es ist eben was anderes, wenn man dann sagen kann, ich habe mich wirklich gefunden. Und du hast ja auch gerade schon die Kollektivität nochmal im Kontext von Selbstbewusstsein angesprochen. Und da finde ich es auch wirklich wichtig zu sagen,
es geht auch einfach, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, darum, einmal im eigenen Interesse, aber auch auf unserem geteilten Interesse zu handeln. Da möchte ich jetzt nochmal den Punkt aufmachen, dass es wirklich darum geht, für sich selber einzustehen und nicht einfach nur für andere zu kämpfen. Weil das ist auch was, was wirklich, wenn man so eine revolutionäre Haltung annimmt, was ein ganz wichtiger Punkt für mich ist, was beispielsweise in der liberalen Gesellschaft so häufig nicht so formuliert wird und eben auch aus diesen liberalen Einflüssen dann ganz gerne mal ja negativ angekreidet wird. Ich kann nur mit einer Person zusammenkämpfen, die auch auf ihrem eigenen Interesse kämpft, für sich selber. Es geht nicht darum, einfach nur Leute anzusammeln, die irgendwie den Kampf von einem zu unterstützen, so wie das wirklich manchmal in der liberalen Gesellschaft formuliert wird. Sondern es geht darum, gemeinsam zu kämpfen für unsere einzelnen Interessen, die eben von dieser Gesellschaft missachtet werden aufgrund von Fremdzuschreibung, aufgrund von Nützlichkeit, und unser geteiltes Interesse als Menschheit, als ArbeiterInnenklasse. Weil das muss man auch nochmal so klar sagen. Keine andere Kollektivität, außer die Revolutionäre, kann uns dies wirklich bieten. Ich hatte ja gerade von diesen mehreren Momenten, Erweckungsmomenten, wenn man das christlich ausdrücken will, Amen. Gesprochen habe. In diesem dritten, wo ich dieses Gefühl hatte, mich wirklich gefunden zu haben und da wirklich diesen Standpunkt ganz fest zu vertreten. Und da ist wirklich nochmal ganz zentral geworden, dieser Punkt von wirklich einen Plan zu haben. Nicht irgendwie zu agieren, weil das habe ich auch ganz lange Jahre gemacht. Auch ganz lange Jahre gemacht, wo ich schon wusste, dass das für mich kein Hobby ist, sondern ein Lebensmodell ist. Da habe ich ganz lange trotzdem einfach relativ irgendwie agiert und eher so zufällig und eher reagiert auf bestimmte Sachen. Und dieser Moment, wo du ja selber so eine Agenda verfolgst und selber so einen Plan halt und eine Strategie dann daraus auch entwickeln kannst, wie du jetzt also schon die Kämpfe gestaltest, wo du hin willst, wie du das machst und dann auch verbunden natürlich mit gewissen Inhalten, so Klassenbewusstsein für mich wirklich zu verstehen und politisch umzusetzen und in meinem Bewusstsein zu verankern, war halt auch einhergehend mit dieser Entwicklung. Weil das gibt dir halt einfach einen Plan. Nicht nur Klassenbewusstsein, auch andere Sachen, aber es gibt dir halt einfach so eine rote Linie, ne? An der du dich natürlich auch ein bisschen festhalten kannst, an der du dich auch orientieren kannst und wodurch du auch dann bestimmte Verhältnisse, bestimmte Entwicklungen auch viel besser verstehen kannst und auch was mit dir passiert und wie du dich verhalten möchtest, auch besser antizipieren kannst an der Stelle. Und das macht zum Abschluss für mich auch wirklich nochmal aus, Revolutionärin zu sein. Dieses nicht mehr vor sich hin agieren, sondern so eine eigene Entwicklung zu fokussieren und so ein eigenes strategisches Bewusstsein zu entwickeln, so einen Plan zu verfolgen, das ist schon was sehr, sehr Zentrales. Weil sonst, wir sprechen oft darüber oder wir haben es oft kritisiert, sonst verbleibt es halt in so einer Beliebigkeit und in so einem Reaktionismus, sagt man das so, Reaktionismus, auf jeden Fall in so einem Reaktion auf die Zustände und dann ist es eben sehr schwierig, was Eigenes aufzubauen, aber das ist eben ein ganz wichtiger Kernelement, dass wir als Revolutionärinnen natürlich eine revolutionäre Alternative aufbauen und das geht eben wirklich nur, wenn wir auch wissen, wo wir hinwollen und wie wir das machen. Ja, und damit hoffen wir, dass diese Folge euch was mitgeben konnte und zeigen konnte, wie eigentlich nur so eine revolutionäre Haltung uns ermöglicht, uns erlaubt, ein ganz und gar eigenes Selbst zu formulieren und auch bewusst durch diese Welt zu gehen und damit natürlich auch Verständnis aufzubauen. Wie kann ich in meinem Interesse und dem der anderen handeln? Wo muss ich den Hebel ansetzen? Wie kann ich das möglich machen, von dem wir schon so lange träumen? Da sollten wir auch wirklich als Bewegung diesem Selbstbewusstsein ganz anders gegenübertreten. Denn das ist das, was unsere Bewegung braucht. Nicht ein Selbstbewusstsein, was irgendwie reaktionär sich und sein Interesse darüber formuliert, über irgendwelche Kategorien wie Ethnie, Geschlecht etc., sondern ein Selbstbewusstsein, was nicht die anderen Personen über sich oder unter sich haben will, sondern neben sich und den Anspruch formuliert, auch anderen zu ermöglichen, so durch die Welt gehen zu können. Denn nur so schaffen wir es, kollektiv diese Gesellschaft zu verändern. Und das gibt uns natürlich auch wieder Hoffnung auf die Revolution.
Denn klar, wir wollen jetzt nicht irgendwie Träumer sein, wissen ja, dass die Ausgangslage schlecht ist, aber wir dürfen halt auch die Hoffnung nicht aufgeben. Wir dürfen halt die Möglichkeit der Revolution nie verwerfen. Sie ist nicht unmöglich, sie ist denkbar und solange sie das in irgendeiner Form bleibt, solange werden wir auch dafür streiten. Oder um es mit Bakunin zu sagen, die Revolution ist notwendig, also ist sie möglich. Ist das von Bakunin? Ja. Glück auf. Glück auf.